Also, wir schauen jetzt von Unusual Videos, Unusual Meme Compilation, Video 155. Ich denke mal, das heißt Video. Okay, guck mal rein. Yes. Oh mein Gott. Hätte ich sein können. Komplett unnötig an der Stelle, einfach nur. What the fuck? Oh Lord, he's coming. Das finde ich ein bisschen schade, dass manche Leute ihre Katzen so dick werden lassen. Ja, weiß nicht so. Was halt auch so ein random Fact ist. Bei Katzen weiß ich es nicht, aber bei Hunden ist es wohl so, dass sie jetzt. Dass das Sättigungsgefühl erst sehr spät eintritt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie überhaupt ein Sättigungsgefühl haben, aber sie essen halt einfach die ganze Zeit weiter. Weil eben sie von der Natur so ausgelegt sind, dass sie halt meistens relativ wenig Essen finden und dann, wenn sie halt was finden, so viel wie möglich gleich essen. Und das halt heutzutage eher kontraproduktiv ist, wenn die halt immer fett reingefeedet werden, dann dadurch dick werden und ungesund. Ist halt schade drum. Aber da müssen halt die Besitzer einfach drauf aufpassen. Da hätte ich auch richtig Angst, dass die Katze sich irgendwie aufspießt an diesem Geweih. Ich weiß nicht, wie spitz das ist, aber es sieht schon ziemlich pointy aus. Okay, never mind. Also, das hätte, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das ganze Büste oder wie man das nennt, runterfällt. Okay, so today I will be digging a hole. Hold on. Super gummy. My me. Oi. Yo, Pet! Was war das? Da kommt das unnötig dieses Video. Oha, das ist ja richtig krass animiert. Hey, can you pass me my keys? Yeah, one second. Hey guys, today I'm going to teach you a really cool thing to do with leftover soup you might not have thought of. Es ist immer so, wenn ein Kühlschrank da ist, der aufgemacht wird und irgendwas rausgezogen wird, fällt es einfach immer auf den Boden. Ich glaube, das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei Unusual Memes. Boah, sieht eine richtige Sauerei aus. Boah, so Echsen finde ich auch richtig krass. Also oft bewegen die sich richtig langsam. Also wir hatten damals in der Türkei öfters mal so ich weiß nicht, was das Plural von Chamäleon ist, also so Chamäleontiere auf jeden Fall gesehen. Und die sind halt immer todesgechillt unterwegs und halt einfach so ultra langsam. Aber dann, wenn du halt kurz mal nicht hinschaust, ey, die sprinten einfach los, die rennen um ihr Leben. Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt so schnell rennen können. Das ist schon auch krass. Auch bei Schildkröten denkt man sich auch mal, dass die richtig lahm immer unterwegs sind, aber die können schon schnell laufen, wenn die Bock haben. Uff. Ich kann sowas gar nicht, ich treffe da nie bei sowas. Okay. Arme Dog, ich glaube nicht, dass es gesund ist. How much did that fresh Rolex set you back? An hour? An hour? What the fuck?
kid. She just ran all the way along. Upside fucking down. Bro, she's broken. Was? So, jetzt habe ich sie erst gerafft, dass sie komplett kopfüber war. Uff. Servus Arthur, Junge, nice, dass du reinschaust. Very excited about my new fridge. Look. Katastrophe. Wir hatten auch mal ganz früh einen Kühlschrank, der so Eis dispensen konnte. Das war schon richtig geil, vor allem im Sommer. Wenn man nie Eiswürfel machen musste, sondern einfach immer Eis ready hatte, hat schon gebockt. Das denn? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre ein Abfluss, aber es ist einfach irgend so ein Ab. Ich dachte, es wäre ein Abfluss. Egal, vergiss es. Ich dachte, es wäre ein Abfluss von der Badewanne, so, wo halt das Wasser abfließt, aber es war ja einfach schon von der Straße. So ein Wasserabfluss. Would you rather have a gay son or a thought daughter? What a wonderful day. I should get a snack. Oh, oh my God. I can't get anything out of there. Sausage in water hose. Okay, I'll then pop it. So, ich verstehe Katzen und Hunde nicht. Ich dachte, es ist possible, so schnell nacheinander Putzebäume zu machen, vor allem so viele. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Ich habe immer so im Hinterkopf, dass es wahrscheinlich gefaked ist. Und dann fühle ich das irgendwie nicht so. Also, sowas finde ich persönlich einfach gar nicht lustig. Spaghetti and meatballs. Ah, seine Augen richtig aufgerissen. Wie kann man so Wasser trinken mit so krass aufgerissenen Augen? Er sieht einfach sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen. What the fuck? Oh, wäh. Uff. Vor allem, dass die Katzen nicht so denken, wenn die einfach so einen Mais reinbeißen wollen die ganze Zeit. F. I'm just saying, McDonald's shakes, right? Wow. Sowas finde ich einfach nicht lustig, what the fuck. Brake and ship resistance says it right there. I'm pretty excited about. Ja, waren einige lustige Sachen dabei, einige Sachen, die ich gar nicht gefühlt habe. So an und für sich war es aber ganz okay, das Video, denke ich. Kann man machen, kann man sich anschauen.